Was sagt die Truhe hier? Dädrischer Schild der Wärme. Frostresistenz um 70%? Haben die alle eine Macke? Boah, hier liegen ja Reichtümer. Die alle mitgenommen. Und raus hier. Ist das Golderz? Okay. Jo, Kretze, wa? Gut, aber jedenfalls können wir im Skaldorf zurückkehren, um von unserem Sieg zu prahlen. Habt ihr diese Diebe mit dem Schwert gerichtet? Diese Verbrecher... mit dem Bogen. Aber jedenfalls, die Verbrecher werden keine Probleme mehr machen. Eure Güte erwärmt mein Herz so, wie das Sonnenlicht die Haut an einem kalten Tag erwärmt. Die Skaal stehen erneut in eurer Schuld, Fremdling. Erzählt mir mehr über euer Volk, die Skaal. Wir sind Nord. Ganz ähnlich wie die, die ihr in Himmelsrand findet. Vor langer Zeit trennte sich unser Weg von dem unserer Cousins auf dem Festland. Wir leben in Einheit mit dem Land, denn das Land bietet uns alles, was wir brauchen. Und wie die alten Nord verehren auch wir den Allschöpfer. Die neuen Götter des Kaiserreichs bedeuten uns nichts. Bis zum nächsten Mal, Fremdling. Fremdling? Heiße ich nicht eben Freund der Skaal? Finna? Seid willkommen, Freund der Skaal. Was ist so? Die Ältesten reden von großen Städten. Noch viel größer als unser Dorf. Aber wer braucht schon so viele Gebäude? Mutter macht sich das Sorgen, wenn ich zu weit vom Dorf weggehe. Es tröstet mich sehr, dass Nikolas bleibt. Ich danke aber euch, ich keine Angst. Die alten Drachen sind zurückgekehrt. Beim Allschöpfer. Ich hoffe, sie lassen unser Dorf in Ruhe. Es sind schon viele Winter vergangen, seit mein Ehemann zum Allschöpfer zurückgekehrt ist. Doch der Verlust. So, Schamanhütte, vielleicht hat er noch einen Auftrag. Storn, Feldschreiter. Also sind die Drachen zurückgekehrt. Nun, die Skaal haben Schlimmeres überlebt. Was ist geschehen, als ich den Windstein angeschrien habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skaal überwältigt hat.
Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Ich habe die anderen vier Steine gereinigt. Ich kann es fühlen. Das Gleichgewicht des lebenden Landes ist fast wiederhergestellt. Doch solange der Baumstein unter Miraaks Einfluss steht, kann das Gleichgewicht der natürlichen Ordnung nicht wiederhergestellt werden. Und alles kann umsonst sein, wenn Miraak erneut seinen Willen ausführt. Ihr müsst euren Weg weitergehen und das Wissen sammeln, um ihn zu besiegen. Na gut. Was wisst ihr über die schwarzen Bücher? In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Miraak sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Aber seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Miraak. Mhm. Na gut. Möge die Dunkelheit euch nie berühren. Eine große Halle. Gut, vielleicht wäre es ja wirklich ein guter Moment. Oh. Na, guck mal an, ein Eistroll. Oh Mann, was war das denn gerade, ey? So, was haben wir hier? Wird nochmal Zeit, dass ich, bei mir daheim vorbeischaue, quasi. Im Falkenring. Wenn wir schon da sind. Es trifft sich ja super. Uriols Zuflucht? Wer sind die? Wenn ich eins nicht leiden kann, dann Pfusch am Baum. Ich bin froh, dass ich nicht mehr an dem Ding da arbeite. Ich habe versucht, auf einem Baumstumpf neben meinem Zelt zu schmieden. Aber Eisen braucht Eisen, wenn es richtig geformt sein soll. Hier zu bleiben oder die Halle wieder einnehmen. Ich habe auf unserer Flucht so viel erschlagen, wie ich konnte, aber das wird nicht lange reichen. Seid ihr Krieger? Wenn ich es nicht wäre, wäre ich nicht in Tirsk. Im Moment konzentriere ich mich etwas mehr auf die weltlichen Genüsse der Halle. Das Essen, die Getränke, die Geschichten. Es treibt Kuva in den Wahnsinn, aber jemand muss es tun. Ansonsten wäre dieser Ort ein wenig kalt. Gibt es etwas, das den Aufenthalt hier unten ein wenig erträglicher machen könnte? Nun, da gibt es eine ganz einfache Antwort. Met. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fehlt mir Aschfeuer. Das ist ein spezielles Gebräu, das wir in Tirsk herstellen. Wenn ihr oben irgendwie an eine Flasche gelangen könntet, würde mir das schon sehr helfen zu vergessen, wie schlimm es hier unten ist. Lebt wohl. Warte mal, müssen die wirklich hier leben, oder? Tut mir leid, mein Freund. Ich kann hier unten nichts für euch tun. Ich muss zurück zu meiner Schmiede. Ich mag mir nicht einmal vorstellen, was diese Wesen... Wenn ihr wegen der Ricklinge hier seid, dann haltet euch gegenüber meiner Schwester bedeckt. Die Leute hier scheinen ziemlich angespannt zu sein. Und dabei wisst ihr noch nicht einmal die Hälfte. Ich schätze, Bujol schämt sich. Dass ihr Ehemann einer der lautesten Nörgler ist, hilft ja auch nicht gerade weiter. Sie schämt sich immer sehr schnell. Wer ist ihr Ehemann? Kuva. Er meint, dass wir alle verweichlicht sind. Wenn ich mir Elmus anschaue, weiß ich, was er meint. Doch der Rest von uns hat immer noch Schneid. Zumindest glaube ich das. Mhm. Und verratet Elmus nicht, dass ich das gesagt habe. Gehört ihr zu den Kriegern von Tirsk?
Das kommt drauf an, wen ihr fragt. Ich kämpfe, ich beschütze die Halle, ich bringe den Met. Und ich glaube, ich könnte es mit den meisten Baumkuschlern oben in Skaldorf aufnehmen. Aber weil ich lieber einen Krug Met am Abend trinke, statt bis zum Umfallen zu trainieren, schimpft Kuva mich einen Faulpelz. Er sollte sich einfach mal entspannen. Auf Wiedersehen. Danke, dass ihr das Ding abgerissen habt. Wir sind schließlich Krieger, keine Handwerker. Was ist hier los? Was hier los ist? Wir wurden aus unserem Zuhause geworfen. Die Methalle, da oben auf dem Hügel. Wir wurden... Ein paar Rieklinge haben sie eingenommen. Ihr wurde von Rieklinge vertrieben, ja? Wie konnten die euch denn überwältigen? Durch Hartnäckigkeit und ihre schiere Anzahl. Dass wir es uns da oben etwas zu gemütlich gemacht hatten, war auch nicht gerade hilfreich. Zu viel Met, zu viele Geschichten, zu wenige Schlachten. Was wäre, wenn ihr einen weiteren Krieger hättet? Bietet ihr mir etwa eure Hilfe an? Ein wenig frisches Blut sollte genügen, um die Kampfeslust in diesen Faulpelzen wieder zu wecken. Das klingt spaßig. Dann lasst uns losgehen. Hey, ihr faulen Milchtrinker. Kommt gefälligst hierher. Ich weiß, dass ihr euch alle hier niederlasst und das fette Leben fortsetzt, das ihr aus der Halle gewohnt seid. Aber schaut her, dieser Fremdling hat mehr Feuer als ihr alle zusammen. Ich musste nur von unserer kleinen Klage erzählen und schon hat er sich freiwillig gemeldet. Ich möchte nicht, dass irgendein Wanderer meinen Geist in den Schatten stellt. Also gehen wir hinauf und töten ein paar Rieklinge. Mir ist das lieber. Mir ist das automatisch schon lieber. Die hier, die wurden vertrieben. Und jetzt holen sie sich ihr... Beschaffe ich ihr deren rechtmäßiges Zuhause wieder zurück. Ich meine, was soll denn sowas? Wenn die sich von Viechern ihr Hab und Gut abnehmen lassen. Nee. Das bleibt... So, und da sind wir auch schon wieder. Die Methalle. Was war das? Was war das? Hab ich euch. So. Es gefällt mir nicht, diese Halle bei diesen Viechern da zu sehen. Deswegen, die haben sie so verunstaltet, das gehört sich nicht. Tut mir leid, dass ich dir was beschafft habe, aber nö, sehe ich nicht mehr. Das war fast schon erheiternd. Wie fühlt ihr euch? Ja, das war leicht. Das freut mich. Das ist genau die Einstellung, die ich von meiner rechten Hand erwarte. Wollt ihr mit mir mitkommen? Eure was? Meine rechte Hand. Wenn wir unser Lager hier wieder aufschlagen möchten, muss ich den Segen von Rotmund erneut erhalten. Ah. Ich brauche einen Zeugen und... Nun... Ihr seht ja, mit welchen Horkerhirnen ich mich hier herumschlagen muss. Was meint ihr? Das wäre mir eine Ehre. Dann lasst uns keine Zeit mit Reden verschwenden.
ich weiß nicht, die ist ein bisschen zu hart zu ihren Leuten, aber ich gönne ihren Leuten die Heimat. Wir machen hier sauber. Ihr könnt mit Bujold gehen. Aber irgendwie passt die Anführerin mir nicht. Aber wir hatten ja zuvor... Hallo? Wir hatten ja zuvor ja diese Höhle da, diesen Tempel da gefunden, ne? Ich möchte einfach nur zum Hügel graben, wenn euch das recht ist. Das war... Da oben. Also los. Genau, geht voran. Da kickt meine Frau, wa? Jetzt steckt sie im Eis fest, oder was? Die ist ja wirklich unwürdig. Hallo. Wir können uns unterhalten, nachdem ich den Segen erhalten habe. Genau, komm schön brav mit. Ich weiß nicht, was ihr Problem da ist. Abgetrieben. Ich wollte schon sagen, die schafft es bestimmt nicht lebend hier bis zum Hügelgrab. Kann die vergessen. Oh, auch hier müssen wir durch, ja? Ja, und nu? Jetzt stehst du rum. Komm rüber. Du wirst nur ein kleines bisschen abgetrieben. Mehr nicht. Du fällst auch gar nicht runter oder so. Ach komm, vielleicht soll ich mal ein bisschen vorausgehen. Oh ja. Wir besiegen den Eistroll. Anschließend... Warten wir hier ein paar Stündchen auf sie. Das ist noch nicht mal bei uns. Da laufen wir halt eben voraus. Läuft doch. Oh, wer ist da? Jo. Hier über den Rieklingen vorbei. Und hinauf zum Hügelgrab. Ich will für sie hoffen, dass sie... gleich hier... ankommt.
Na also. Seid ihr bereit, hineinzugehen? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Die Begräbnisstätte Rotmunds, des Gründers von Thirsk. Er führte eine Gruppe wahrer Krieger weg vom verweichlichten Leben der Skal, um die Wildnis kennenzulernen und das Beißen der Kälte und des Stahls zu spüren. Ich weiß, es klingt ein wenig albern, aber so steht es in den Büchern geschrieben und dieser Satz ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Was wird darin geschehen? Ganz einfach. Rotmunds Axt ist da drinnen bei ihm. Der Geist desjenigen, der sie zu erlangen versucht, wird von Rotmund selbst gerichtet. Wir werden gegen seinen Geist kämpfen? Nein, nein, nichts dergleichen. Aber er werden braucht keinen Kampf, um uns zu kennen. Er hat schon immer über Thirsk gewacht und uns aus dem Jenseits beobachtet. Und da er mich bereits als würdig erachtet hatte, muss ich ihn nur daran erinnern, warum er mich das letzte Mal gesegnet hat. Wie dem auch sei. Du musst wirklich nur zusehen. Nein, wir werden jetzt gegen einen Troll dann kämpfen. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Lassen wir die Spielchen. Keine Spur von ihnen. So, komm.